Ja, ein Spieler vom SSV Jahnhain, Alexander Maul. Ganz kurz dein Eindruck zu dem Ganzen. Ja, ich muss sagen, wir haben es in der Kabine schon gesagt, das Turnier hat sich richtig gut entwickelt. Ich war das erste Mal, wie es stattgefunden hat, auch schon da. Da waren deutlich weniger Zuschauer. Ich denke, die Resonanz ist gut, ist für einen guten Zweck. Und wir hatten jetzt auch gerade Autogrammstunde, da war eine Riesenschlange. So viel hatten wir beim Jahn in der dritten Liga nicht, damals, wie ich noch gespielt habe. Also wirklich super organisiert, macht Spaß und ja, bisher alle verletzungsfrei und so soll es, glaube ich, auch sein. Wie sehr macht es selber wieder Spaß, einfach wieder, ich sage mal, in der Fußballrente wieder Fußball zu spielen? Ja, das juckt schon immer, ne? Aber du merkst dann auch, dass es nicht mehr so geht, wie es früher war. Aber ich glaube, das ist bei vielen Spielern so und macht Spaß, an der Kugel zu sein, auf dem Rasen zu sein. Die Zuschauer sind hier top, top Veranstaltung. Hast du dich irgendwie vorbereitet oder ihr als Team habt ihr euch vorbereitet, habt ihr euch getroffen, zusammen ein bisschen trainiert oder einfach blind rein und Vollgas geben? Ja, wir haben zusammen einen Chat, da haben wir die Termine reingeschrieben, aber trainiert haben wir jetzt nicht, weil wir auch aus allen Himmelsrichtungen herkommen. Aber ich denke, jeder hat schon für sich ein bisschen was gemacht. Der eine kickt noch aktiv, der andere geht einmal in der Woche noch ein bisschen was machen. Von daher haben wir eine gute Mischung. Und ja, wenn du am Platz stehst, dann das tut hinterher weh. Das glaube ich, das kenne ich. Dann viel Spaß beim Spiel, viel Glück und hol den Sieg. Ich gehe wieder hoch zu unseren beiden Kommentatoren.